Hallo, liebe Arcada-Club-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Rubrik Webtipps. Es gibt so viele tolle Internetseiten, die wir uns einfach anschauen müssen, die sehr praktisch und nützlich sind, gerade fürs Gestalten von Broschüren, Visitenkarten und was nicht allem. Eine gehört dazu, diese QR-App hier, diese Webseite, auf der man QR-Codes erstellen könnte. Und denkt ihr, oh Gott, jetzt macht der QR-Codes. Aber diese QR-Codes sind spannend und interessant. Leider hatten die sich vor Corona nicht so ganz etablieren können. Aber mittlerweile haben wir sie ja überall in der Corona-Warn-App, auf unseren Impfausweisen und wo nicht überall. Also jeder kennt mittlerweile QR-Codes und weiß damit umzugehen, dass man die nämlich einscannen kann. Aber was kaum jemand weiß, ist, was man alles für QR-Codes erstellen kann. QR-Codes können nämlich Text enthalten. Die können aber auch Webadressen enthalten, Telefonnummern oder sogar Visitenkarten, die dann als Kontakt in der Kontakte-App direkt abgespeichert werden können. Events mit Start- und Endzeit und einer Location. Dann selber eine Location, also einen Punkt, wo man sich beispielsweise treffen kann. Dann eine Wi-Fi-Netzverbindung, SSID der Netzwerke und das Kennwort kann hier hinterlegt werden, die Verschlüsselungsart. Und dann kann man zum Beispiel den QR-Code scannen, um direkt ins Gäste-WLAN zu kommen. Alles das ist möglich, sogar WhatsApp-Nachrichten gehen. Und wir schauen uns mal an, was wir noch für Konfigurationsmöglichkeiten auf dieser Webseite haben. Die sind nämlich sehr umfangreich. Ich gebe mal hier die Clubadresse ein: https://// und dann www.acada. Und ihr seht schon, wie der Code sich da bildet.de. Das ist die Webseite des Clubs. Und wenn man die jetzt einscannt, ja, dann würde die da hinleiten. Man kann hier noch die Vordergrundfarbe ändern. Also ein QR-Code muss nicht immer schwarz-weiß sein, der kann durchaus rot sein. So ein bisschen aufpassen, ne, wenn man jetzt den Hintergrund hier noch verändert und rot auf rot, das wird dann schon schwierig zu lesen für so Kameras. Deswegen sind die etablierten halt immer schwarz-weiß, aber die können durchaus bunt sein. Und auch diese Kästchen hier, die da sind, die müssen nicht Kästchen sein, man kann die auch rund stellen. Das mache ich jetzt hier mal etwas übertrieben. Auch das ist ein QR-Code, der durchaus von der Kamera noch gelesen werden kann. Wobei, da muss man ein bisschen gucken, da würde ich nicht so viel dran rumspielen. Der ist halt etablierter, sieht auch optisch einfach nach QR-Code aus. Bei so einem Runden, da wären wahrscheinlich ein paar Leute schon wieder misstrauisch, was das sein könnte. Und dann könnt ihr auf der Webseite hier tatsächlich noch so einen schönen Rahmen um das Ganze setzen. Schaut mal, da gibt es eine ganz tolle Auswahl an verschiedenen Rahmen, die ihr dann für eine Visitenkarte zum Beispiel verwenden könnt oder wo auch immer mit einbinden könnt. Hier richtig schön gemacht, ganz, ganz toll. Und dann gibt es hier noch solchen Expert-Settings. Also da kann man hier nochmal so eine Korrektur, Error Correction. Ja, das ist so ein. Da ist quasi eine Prüfsumme auf diesem QR-Code, den man hier nochmal beeinflussen kann. Und hier sind noch so Quiet Zonen, drei Module. Also das ist der Rand, der weiße Rand um den QR-Code, den man einstellen kann. Also da würde ich gar nicht so viel dran rumspielen. Das klappt so ganz gut. Und ihr könnt halt hier auch ein Label vergeben, zum Beispiel hier noch was reinschreiben. Hier wird aber schon darauf hingewiesen, Achtung, das ist dann für manche QR-Code-Scanner schwer zu lesen. Also auch da wäre ich vorsichtig, aber ihr könnt hier zum Beispiel Web draufschreiben oder irgendetwas. Und das dann hier entsprechend in der Größe verändern und draufsetzen. Wie gesagt, da wäre ich vorsichtig. Selbst ein Bild kann man hier draufsetzen. Ihr könnt hier zum Beispiel so ein Facebook-Logo draufsetzen. Auch das geht, aber er weist halt darauf hin oder Scan Me hier zum Beispiel, dass der QR-Code dann schon schwer lesbar ist. Also ich würde es nicht machen und dann lieber hier hingehen oder es einfach prüfen. Aber wie gesagt, was auf dem iPhone klappt, muss nicht unbedingt auf den Android-Geräten funktionieren. Ja, also eine schöne Sache und ihr könnt halt, wie gesagt, hier auch die ganze Adresse von euch angeben mit Webadresse, mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer und so eine sogenannte V-Card, also Visitenkarte, die dann mit der Kontakte-App kompatibel ist, erzeugen oder eben hier eine Location angeben, Hamburg zum Beispiel suchen und dann wird das hier angegeben und in diesem QR-Code werden quasi die Geokoordinaten, die sind hier unten angegeben, verschlüsselt dargestellt. Und die lassen sich dann eben auch einscannen. Also sehr umfangreich und sehr schön, wenn ihr zum Beispiel Flyer gestalten wollt oder ihr wollt das Gäste-WLAN bekannt geben oder ihr wollt eine Visitenkarte mit euren Kontaktdaten als QR-Code angeben. Alles das könnt ihr hier machen. Und das Tolle ist, man kann den ganzen QR-Code hier als IMG-Datei herunterladen oder hochaufgelöst sogar. Ich mache das mal. Ich lade das mal runter. Ihr könnt ihm einen Filenamen noch geben. Sagt okay, dann wird der generiert. So, klicken wir noch einmal auf Download und dann kommt er auch. Und jetzt gucken wir mal im Download-Ordner, wie der aussieht. Und es ist halt dieser schöne, freigestellte, wunderbare QR-Code, so wie wir ihn da erstellt haben. Also, ich finde durchaus eine spannende, tolle Webseite und sehr nützlich. Und ich benutze die selber auch, weil wir auch ein paar QR-Codes in der Firma benutzen und haben. Also, viel Spaß beim Ausprobieren und ja, testet die vorher, bevor ihr sie auf Visitenkarten druckt oder Flyer, ob euer QR-Code auch das macht, was ihr wollt. Viel Spaß damit!